Ja, danke schön, Christian Nitsche, unser ARD-Extra in Sachen Corona. Und was habe ich da am Schluss gehört? Ungeplante Redebeiträge, die kann es natürlich bei uns auch geben. Das ist ja eine Bürgersendung. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger sollen zu Wort kommen. Also, Freunde, es ist noch nicht alles klar, wie es kommen wird. Aber es wird auf jeden Fall eine ernste Zeit. Der Lockdown-Light, wie wir ihn gerade haben, der wird auf jeden Fall über die nächsten Wochen bis mindestens Weihnachten verlängert. Und die Vorschriften für uns alle werden sicher schärfer. Und deswegen müssen wir darüber diskutieren bei unserer Bürgersendung, wie wir mit dem Corona-Winter umgehen. Geforderte Kliniken, gestresste Ärzte, genervte Patienten, darüber wollen wir heute diskutieren. Ich freue mich, dass wir vier Bürgerinnen und Bürger mit dabei haben. Wir haben natürlich auf die Sicherheit, auf die Hygiene geachtet, aber sie sind heute bei uns im Studio mit dabei. Und natürlich sind wir auch bei der Politik prominent besetzt. Ich freue mich, dass die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel bei uns ist. Herzlich willkommen. Und außerdem haben wir Ruth Waldmann bei uns von der SPD aus dem Bayerischen Landtag. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Pflege und Gesundheit. Wir diskutieren hier im Studio, aber natürlich können Sie sich auch online über alle Kanäle beteiligen. Entweder schicken Sie uns eine Mail unter jetztredi@br.de oder bei Facebook unter br24 können Sie uns auch gut erreichen. Ja, da würde ich sagen, Sie haben hoffentlich nichts dagegen. Fangen wir mit den Bürgern an. Wir haben hier auch gleich, gehen rüber auf die andere Seite. Dort sitzt Jens Derberg. Er ist Geschäftsführer der Romed-Kliniken in Rosenheim. Öffentlich-rechtlicher Träger. Ihr gehört dem Landkreis und der Stadt Rosenheim. Ja, erzählen Sie vielleicht erstmal, wie haben Sie denn die letzten Monate erlebt? Wie war der erste Lockdown? Wie läuft jetzt der zweite Lockdown? Haben Sie zu wenig Intensivbetten im Moment? Jetzt im Moment geht es uns ganz gut. Wir haben zwar wieder auch Covid-Patienten im Haus, aber über unseren Verbund, wir sind ja insgesamt 4 Krankenhäuser, können wir das im Moment ganz gut hinbekommen. Das war nicht immer so. Bei uns war der erste Covid-Patient, glaube ich, am 2. März im Krankenhaus in Rosenheim. Und das dauerte dann eigentlich nur 2-3 Wochen und wir waren rauf bis auf 200. Und dann können Sie sich vorstellen, waren wir eigentlich nur noch reaktiv unterwegs und haben versucht, in irgendeiner Weise diese Patientinnen und Patienten zu diagnostizieren, zu versorgen, zu beatmen. Und das war eine wirkliche Ausnahmesituation. Wie geht es Ihnen im Moment persönlich? Also das Erste, was Sie wahrscheinlich am Morgen machen, Sie schauen auf Ihr Smartphone und schauen sich die aktuellen Zahlen für den Raum Rosenheim an. Haben Sie da manchmal Angst, dass das noch schlimmer werden könnte, dass Sie volllaufen in Anführungszeichen? Weil wir haben jetzt ja erst den Dezember noch vor der Nase, noch den Januar und den Februar. Also in der Tat, der erste Blick geht dann tatsächlich aufs Smartphone. Ich gucke allerdings auf die Romed-App und schaue, wie es bei uns in den Häusern aussieht. Ganz einfach deswegen, weil wir in der Region Rosenheim jetzt mittlerweile seit ganz, ganz vielen Wochen extrem hohe 7-Tages-Inzidenzen haben und dabei gelernt haben, dass das zwar auf der einen Seite sicherlich ein wichtiger Indikator ist, wie sich die Infektion in der Bevölkerung verbreitet, aber gleichzeitig nicht notwendigerweise was zu tun hat mit der Belastung unserer Häuser. Wir wollen gleich rübergehen zur Politik, natürlich auch mit Ihren Forderungen, was man besser machen kann, gerade bei den Krankenhäusern. Aber vielleicht noch eine Frage. Müssen Sie im Moment wichtige Operationen verschieben? Müssen Sie da Ihren Patienten oder auch Ihren Ärztinnen und Ärztinnen sagen, passt auf Leute, diese Operation machen wir erst im nächsten Jahr? Ja, das kommt vor und schon seit einigen Wochen. Wir haben ganz bewusst in Rosenheim gesagt, wir wollen zu einem frühen Zeitpunkt Kolleginnen und Kollegen aus den Nicht-Intensivbereichen auf die Intensivstationen ziehen, damit die Intensivstationen möglichst früh entlastet werden und nicht überlastet werden. Und das hat dann die Konsequenz, dass man zumindest planbare Eingriffe verschieben muss und manches halbdringliche auch. Also Herr Derberg, jetzt können Sie sprechen für die Krankenhäuser in Bayern, die ja unterm Strich alle einen tollen Job leisten, auch in dieser Pandemie. Da sitzt die Gesundheitsministerin. Woran fehlt es? Was muss jetzt möglichst schnell passieren, damit Sie für die Kranken besser arbeiten können? Also ich glaube, grundsätzlich sind wir hier in Bayern gut aufgestellt und haben das, glaube ich, auch alle gemeinsam sehr gut hinbekommen. Und ich würde auch an der Stelle gerne sagen wollen, ich fühle mich da und wir fühlen uns alle vom Staatsministerium da durchaus auch getragen. Da gab es auch Phasen, wo wir, würde ich mal sagen, Schulter an Schulter improvisieren mussten, aber das hat ganz gut geklappt. Was wir lernen ist, dass wir manches, was wir als Krankenhausstruktur für nachhaltig gehalten haben, zum Beispiel, wie viele Intensivbetten haben wir, wo haben wir die, dass das wahrscheinlich einer Überprüfung unterzogen werden muss. Und wir werden uns danach
hoffentlich gibt es dann bald ein Danach, zusammensetzen müssen und uns fragen müssen, wie sieht die Krankenhausstruktur der Zukunft aus. Wie ist es mit dem überarbeiteten Personal? Das ist ein großes Problem, natürlich vor allen Dingen in den Bereichen, wo man wirklich direkt mit Covid-Patienten zu tun hatte. Da sind wir ehrlich gesagt einfach darauf angewiesen, dass die Kolleginnen und Kollegen durchhalten, ihre Professionalität, ihre gute Ausbildung und ihre Haltung jeden Tag unter Beweis stellen. Das klappt im Moment ganz gut, aber da muss man wirklich jeden Tag hoffen und am Ende jedes Tages Danke sagen. Frau Ministerin, vielleicht schauen wir mal auf diesen einen Punkt des Personals. Darüber diskutieren wir ja wirklich schon sehr, sehr lange. Glauben Sie, Sie sind noch eine junge Frau, Sie könnten noch relativ lange Ministerin sein. Glauben Sie, Sie werden in Ihrer Amtszeit noch erleben, dass wir sagen, ja, jetzt haben wir einen Personalschlüssel erreicht, der ist ausreichend? Zum einen möchte ich sagen, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut auch an den Frühling, wo wir Rosenheim, wie ich den Anruf bekommen habe, wir brauchen dringend Beatmungsgeräte und wir dann wirklich gemeinschaftlich geguckt haben, dass da alles gut funktioniert, auch dass Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden konnten und. Ich erinnere mich noch sehr, sehr deutlich an diese Monate und auch Abende, wo wir gemeinsam telefoniert haben, wie sieht's aus, wie geht's weiter. Und ich habe da wirklich Respekt davor, was in den Krankenhäusern im Frühjahr und auch jetzt und auch dazwischen geleistet wurde. Und es ist ja so, dass wir, wenn es ums Personal geht, die letzten Jahre und Monate schon einiges ja auch getan haben. Insoweit, dass Sie als Krankenhausträger, wenn Sie zusätzliches Personal einstellen wollen, das auch refinanziert bekommen. Also dass es im Grunde genommen nicht am Geld scheitert, dass Sie mehr Pflegepersonal einstellen können, sondern das Wichtige ist, wir finden, dass wir auch die Personen finden. Also wir haben praktisch keinen Nachwuchs. Frau Waldmann, gehen Sie da so einfach mit? Sagen Sie, macht sich da nicht die Regierung ein bisschen einfach zu sagen, wir haben alles getan, wir finden einfach niemanden, der als Pfleger, als Pflegerin, als Krankenpfleger arbeiten möchte? Also das Personalknappheitsproblem, das haben wir ja auch ohne Corona schon. Und jetzt zeigt es sich natürlich noch mal deutlich stärker. Und nicht alle Kliniken sind in der Lage, das jetzt schon so vorausschauend organisieren zu können wie Sie. Und jetzt, wo wir ja auch einer der Hauptgründe für den sogenannten Lockdown Light ist ja, dass wir die Intensivkapazitäten nicht überlasten dürfen. Jetzt sind aber die Ärzte und Ärztinnen und die Pflegekräfte oft schon am Anschlag dessen, was sie leisten können. Das heißt, da müssen wir die entlasten und müssen Kapazitäten freischaffen. Und jetzt, gerade in der Corona-Krise, können wir das Personal jetzt ja nicht einfach irgendwo herkriegen. Sie würden ja bestimmt welches einstellen, wenn Sie es bekommen könnten, aber das ist ja nun das Problem. Also müssen wir genau das machen, aber nicht nur bei Ihnen, das klappt bei Ihnen, aber in vielen Häusern eben noch nicht, eben umsteuern, die Kapazitäten auch auf die Intensivstationen eben konzentrieren. Und die gute Nachricht ist, da kann man mit Geld tatsächlich helfen. Man muss den Krankenhäusern dann natürlich die entgangenen Einnahmen und die entstehenden Kosten ersetzen. Okay. Und das Geld haben wir. Personal ist knapp. Frau Hummel, müssen wir auch Krankenhäuser in Bayern gleich behandeln? Weil manchmal kommt so ein bisschen die Kritik durch die öffentlich-rechtlichen Trägerschaften. Diese Krankenhäuser müssen relativ viel leisten. Die privaten Krankenhäuser, die Privatbetriebenen tun sich da leichter. Also wir haben gerade im Frühjahr sehr darauf geachtet, dass wirklich alle Häuser mit im Boot sind. Aber es ist eben auch wichtig, dass es auch jetzt so weitergeht. Und ich darf vielleicht noch eine positive Botschaft auch sagen. In den Pflegeschulen haben wir heuer 10% mehr Anmeldungen als in den letzten Jahren. Also das heißt, das Positive langfristig ist, wenn wir vielleicht noch mehr Menschen gewinnen können, die wirklich in den Pflegeberuf gehen, dass wir das wirklich auch nutzen. Frau Waldmann, Herr Derberg. Ganz kurz dazu, das stimmt mit den Zahlen derjenigen, die anfangen in der Ausbildung, aber die halten oft nicht durch bis zum Ende der Ausbildung. Und wenn sie im Beruf sind, halten sie auch im Beruf nicht so lange durch, wie wir uns das wünschen würden, einfach weil es für viele einfach zu belastend sind und sie sich sagen, das kann ich nicht ein ganzes Berufsleben in dieser Form durchhalten. Ja. Herr Derberg, eins noch zu den privaten Mitbewerbern am Markt, zu den Konkurrenten. Erleben Sie das manchmal, dass Sie das Gefühl haben, Sie als Krankenhaus in Rosenheim für die Menschen als Basiskrankenhaus, ihr strengt euch richtig an, ihr lasst Betten frei, damit die dann unter Umständen mit Covid-Patienten belegt werden können. Und andere Privatkliniken machen das vielleicht auch so ein bisschen versteckt, aber operieren munter weiter? Es gibt beides und ich glaube, das muss man auch fairerweise sagen. Wir haben gerade in der Rosenheimer Situation in der Krise mit Privatkliniken in unserer Region extrem gut zusammenarbeiten können. Und da gibt es wirklich eine Kollegialität, wo Trägergrenzen keine Rolle spielen. Aber es gehört zur Wahrheit dazu, dass es natürlich auch Träger gibt, die Kliniken betreiben primär, um Geld zu verdienen und die sich auch auf bestimmte Patientengruppen, bestimmte Eingriffe konzentrieren. Und es ist leider eine der weniger gut gelungenen Dinge in der ersten Welle gewesen, dass die verschiedenen Finanzierungs- und Ausgleichsmodelle, die man da gewählt hat, zum Teil diese Gruppen
bevorteilt haben. Also wir haben die Situation konkret, dass öffentliche Häuser, die die Hauptlast der Corona-Versorgung geleistet haben, aktuell mit Defiziten dastehen, wohingegen private Träger teilweise historisch gute Ergebnisse schreiben, und vielleicht das muss korrigiert werden. Können wir nachher noch mal über die Frage der Finanzierung der Krankenhäuser reden, aber vielleicht bleiben wir erst noch mal bei den Menschen, denn bei uns ist auch Katrin Drexler, sie ist Krankenschwester, Intensivkrankenschwester aus Regensburg. Was sagen bei Ihnen die Kolleginnen und Kollegen? Wie ist momentan die Arbeit in einer großen Klinik, wenn man mit Covid-19-Patienten zusammenarbeiten muss, zum Beispiel auf der Intensivstation? Ja, also wir sind definitiv an der Auslastungsgrenze, also vom Personal her. Wir sind wahnsinnig demotiviert, vor allem im Vergleich zur ersten Welle, weil sich einfach zwischendrin für uns nichts getan hat. Und was für uns einfach besonders schlimm ist, ist einfach die Tatsache, also den Kampf ums Leben zu verlieren, das ist bei uns auf Intensiv, das gehört dazu, damit müssen wir leben, das ist einfach unser Job. Aber wenn wir dann mehr oder weniger aufgeben müssen, weil einfach kein Personal da ist, weil einfach die Ressourcen fehlen. Das ist für uns wahnsinnig psychisch auch demotivierend und auch bedrückend. Und wenn man dann auch noch so Diskussionen mitverfolgt mit Personaluntergrenzen, Aussetzung, das ist das Einzige, was wir momentan an Pflege im Pflegesystem als Anker haben. Und wir haben momentan die Situation in der Intensiv haben wir 2 bis 3 Patienten zu versorgen, und das sind hochkomplexe Patienten. Das ist nicht einfach nur ein Patient, der sich selbst versorgt, sondern da ist vor allem bei Covid, da ist eine Isolation dabei, die enorme Zeit beansprucht und auch diese Pflegekraft einfach beansprucht, weil die kann nirgendwo mehr anders sein. Es ist eine Beatmung zu handeln, es ist zum großen Teil auch oftmals eine künstliche Lunge oder künstliche Organverfahren dabei. Das ist hochkomplex und wir brauchen dafür einfach auch Zeit. Und wenn wir aber dann neben diesem einen Patienten noch 3, 4, 5 andere Patienten nehmen sollen, dann ist es einfach auch, das leidet der Mensch drunter und das leiden wir auch drunter. Frau Drexler, das merkt man bei Ihnen ja, Sie leiden ja wirklich drunter unter dieser schlechten Situation, dass Sie nicht so helfen können, wie Sie eigentlich ausgebildet sind und wie Sie auch natürlich als mitfühlender Mensch gerne helfen wollen. Was ist denn nicht passiert seit dem ersten Lockdown? Mal abgesehen davon, dass wir jetzt halt einfach die Arbeitsbedingungen gleich behalten. Es gibt auch keine wirkliche sinnvolle Diskussion, um Arbeitsbedingungen für uns zu verbessern, sondern es wird im Gegensatz tatsächlich einfach es fühlt sich fast schon an wie so ein Messer im Rücken. Es wird dann wieder gesagt, wir machen Personaluntergrenzenaussetzung, Arbeitsrecht pfeift drauf. Wir arbeiten Überstunden. Teilweise Kollegen haben über 100 Überstunden. Das werden wir niemals abbauen. Und das ist auch für uns. Wir gehen eigentlich in einen Burnout hin. Also nicht nur Pflege, sondern auch Ärzte. Und wenn wir das Corona überstehen, diesen Winter, dann stehen wir aber irgendwo vor einem Gesundheitssystem, das nicht mehr versorgt werden kann. Es ist für uns persönlich schlimm, wenn ein Mensch stirbt. Das ist für jeden schlimm. Und vor allem das auch mitzuerleben. Aber es ist halt auch schlimm, wenn man dann mehr oder weniger dann nicht mal eine Rückendeckung bekommt. Frau Ministerin, warum können wir da nicht helfen? Also warum schaffen wir es nicht als reiches Land da zumindest, wir haben den Lockdown im ersten Jahr gehabt, im Frühjahr, nicht zumindest ein bisschen was zu tun, dass das Gefühl wenigstens bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da ist, da wird an uns gedacht. Also zum einen möchte ich erstmal ganz herzliches Dankeschön sagen für Ihre Arbeit und nicht nur für Ihre persönlich, sondern auch die Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Das ist mir an der Stelle wirklich ganz, ganz wichtig, weil Sie leisten da für die Menschen enormes. Vielen, vielen Dank dafür. Mir ist klar, dass die Worte aber allein nicht ausreichen, sondern dass es eben auch ganz wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wie sieht es eben aus mit Arbeitsbedingungen? Sie haben die Personaluntergrenze vorhin angesprochen, dass es wichtig ist, dass man das als Grundlage hat, um eben auch zu sagen, für so und so viele Patienten ist eben entsprechendes Pflegepersonal auch da, um eben ausreichend Pflegepersonal zu haben. Wenn die Diskussion jetzt darum geht, kann man die aussetzen oder nicht, geht es darum, dass man sagt, kann man jetzt in der Corona-Krise, ist es da nicht notwendig, etwas flexibler vielleicht auch Personal mal einzusetzen. Das ist, denke ich, die Diskussion dahinter. Aber mir ist es wichtig, dass wir hier wirklich auch nochmal, was Arbeitsbedingungen betrifft, was heißt gesundheitliches, was heißt für Sie auch auf Ihre Gesundheit zu achten, dass wir das viel, viel mehr in den Fokus stellen müssen. Das fängt mit der Bezahlung an, das fängt aber noch mit vielen, vielen anderen Dingen. Und wir haben ja die, Sie wissen, wir haben am
im Frühjahr auch dieses, wo wir gesagt haben, sämtliches Personal im Krankenhaus und in Altenheimen kriegt einen Essensbonus, wo wir auch Danke sagen wollten, indem wir gesagt haben, wir stellen da das zur Verfügung. Ich glaube, das war einfach, ist für uns auch so wichtig gewesen, zu zeigen, wir sehen Sie und was da geleistet wird. Hilft Ihnen das ein bisschen? Ganz ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also ich meine, natürlich der Essensbonus, das ist so ein Zuckerl, aber so schnell ist ein Zuckerl auch wieder weg. Man muss halt einfach genau sagen, Arbeitsbedingungen ist ein Punkt, Bezahlung ist der nächste Punkt, aber für uns, ich meine, wenn man allein anschaut, ich meine, 2014 hat die AOK festgestellt vom Krankenhausreport her, wir haben 19.000 Tote jährlich nur durch Behandlungsfehler. Das wird mit Corona nicht besser, weil wir weniger Zeit haben. Und das sind nicht nur Behandlungsfehler durch Ärzte, sondern auch durch Pflegekräfte, weil auch wenn wir Fehler machen, kostet es Menschen. Ja. Und selbst wenn der Mensch diese ganz maximal schlechte Versorgung durch diese Ausreizung der Personaluntergrenzung überleben wird, dann hat der massive Spätfolgen. Der hat Komplikationen. Ich meine, allein die Tatsache, dass ich nicht die Zeit habe, mir die Hände zu desinfizieren, weil der Notfall auf Bett 3 jetzt ganz dringend schnell mal irgendwas braucht. Oder weil seit 2 Stunden mein zweite Patientin darauf wartet, dass ich ihr einfach bloß das Medikament hinhänge. Diese Tatsache allein kann Menschenleben kosten. Und um das sollten wir diskutieren. Oder dass Sie persönlich nicht einmal kurze Pause machen können, kurz aufs Klo gehen können, weil Sie immer vom Patienten zum nächsten Patienten hetzen. Ja. Und da hat auch Tanja, glaube ich, war es im Netz gerade geschrieben, die sieht es genauso, sie hat auch geschrieben, dass in der Intensivmedizin einfach zu wenig Personal da ist. Frau Waldmann, gibt es denn da wirklich keine Lösung? Warum tun wir uns da so schwer, nicht wenigstens ein bisschen Entlastung? Diese Personaluntergrenze muss man noch mal erklären. Da wird gerade darum gerungen, wie viele Patienten pro Pflegerin und Pfleger denn wirklich zu betreuen sind am Tag und in der Nacht. Wir sind ja sehr froh, dass es überhaupt erstmal Personaluntergrenzen definiert werden konnten. Aber das, was Sie beschreiben, ist ja genau der Grund, warum viele nicht dauerhaft in dem Beruf eben durchhalten, weil das einfach unglaublich belastend ist. Das kann man nicht jahrelang hintereinander so durchhalten. Und da müssen wir uns jetzt schon fragen, haben wir denn jetzt, es geht jetzt im Moment um die Corona-Situation. Insgesamt müssen wir natürlich an der Pflegesituation arbeiten. Das müssen wir mit und ohne Corona. Aber jetzt müssen wir schauen, wie wir durch diesen Winter kommen. Und da dürfen wir nicht zulassen, dass jetzt, wo wir am Anfang des Winters sind, Sie eigentlich schon fast am Ende ihrer Kräfte sind. Das heißt also, darf man das vielleicht auch nicht nur an einzelnen Kliniken überlassen, sondern muss klar entscheiden, alle Kapazität für die Intensiv freiräumen, damit eben auch ein bisschen Freiraum fürs Personal ist, dass man eben da auch sich besser abwechseln kann und diese ganzen Sachen besser organisieren kann. Ja. Und was nicht sein darf, dass man bei der ersten Gelegenheit, wo es jetzt kritisch wird, sagt, ja, dann setzt man die Personaluntergrenzen wieder aus. Das ist auch ein Vertrauensbruch. Ja. Und man muss auch sagen, es sollen Personaluntergrenzen sein als absolutes Minimum. Eigentlich wäre eine gescheite Versorgung, da wäre schon auch ein bisschen mehr nötig. Und das darf nicht zum Normalfall werden. Herbert Meisenberger zum Beispiel schreibt gerade im Internet, er ist stinksauer. Er sagt, es ist eine Schande für unser Land, dass wir das Pflegepersonal nicht gut genug bezahlen. Und man sollte auch auf dem Land keine Kliniken schließen, wie zum Beispiel im Landkreis Altötting, der ja auch von der CSU regiert wird. Würden Sie beide sich wünschen, dass wir zurückgehen zur Situation vor 1990, war es, glaube ich, wo wir relativ viele öffentlich-rechtliche Trägerschaften von Krankenhäusern hatten und wenig private Krankenhauskonzerne? Das hat sich dann ein bisschen gedreht und dann kam eben dieser Knüppel der Wirtschaftlichkeit, Frau Ministerin. Also zum einen ist es, glaube ich, nach wie vor wichtig, dass wir, egal in welcher Hand ein Krankenhaus ist, dass wir gut darauf achten, wie eben hier auch mit Personal umgegangen wird und so weiter. Wenn man sich anschaut, in Bayern haben wir, wenn man die Betten anschaut, etwa so knapp 20% inzwischen Privatkrankenhäuser, aber auch noch 80%, die entweder eben öffentlich sind oder in kirchlicher Hand. Ja. Also das möchte ich einfach nur mal von den Zahlen her sagen. Also dass wir noch immer relativ viel öffentlich-rechtlichen Anteil haben an den Krankenhäusern. Genau, wenn man sich so die Bettenanzahl anschaut. Und von daher das einfach nur so als Stichwort. Und ich glaube, dass es eben auch so wichtig ist, Sie haben die Wirtschaftlichkeit angesprochen. Gerade deswegen haben wir in den letzten Jahren ja auch von politischer Seite etliches beschlossen, um hier eben den Krankenhäusern auch nochmal entgegenzukommen und ihnen zu helfen. Das sei zum Beispiel, dass das Pflegepersonal wird nicht in diese Pauschalen mit einberechnet. Das heißt eben, oder dass eben auch Pflegepersonal komplett refinanziert wird, wenn es angestellt wird. Also das heißt, die Träger können
Pflegepersonal anstellen. Und deswegen, glaube ich, das muss man so deutlich auch sagen, dass der politische Wille auch da ist, zu sagen, wir brauchen mehr Pflegekräfte okay. Trotzdem, in den Krankenhäusern. Andreas Trübsbach möchte ich noch zitieren aus dem Netz, der sagt, er hat auch einen Systemfehler entdeckt im Gesundheitswesen. Er fragt sich, ob es wirklich so richtig war, die Krankenhausversorgung zu privatisieren. Er hätte sich gerne ein noch stärkeres öffentlich-rechtliches System auch bei uns in Bayern gewünscht. Ich komme gleich zu Ihnen, Frau Waldmann, aber möchte noch mal Tanja Patti jetzt zu uns aus dem Dachauer Land, aus Herbertshausen, zu uns in die Diskussion reinhören. Sie sind ja eigentlich eher Betroffene, in Anführungszeichen. Sie sind also keine Krankenschwester, sind kein Arzt und kein Boss eines großen Krankenhauses, sondern Sie sagen einfach, ich als Mutter ja, erlebe diesen zweiten Lockdown ganz besonders. Warum? Ja, weil sich die Situation der pflegenden Angehörigen jetzt auch einfach schon zu lang hinzieht. Warum sind Sie pflegende Angehörige? Was ist bei Ihnen daheim? Wie ist es bei Ihnen daheim? Ich habe einen Sohn mit frühkindlichem Autismus, 12 Jahre. Und auch mein Sohn leidet drunter unter der ganzen Situation. Wir kommen alle mittlerweile an unsere Grenzen. Wir sehen keine Aussicht mehr, dass es irgendwie irgendwann mal besser wird. Im Gegenteil. Man hat überhaupt keine Möglichkeit mehr, Kraft zu schöpfen, Energie zu tanken, die man bräuchte für die Tätigkeit als Mutter oder als Familie, wenn man ein behindertes Kind zu Hause hat. Wie stellt sich das jetzt momentan für Sie dar? Also hat Ihr Kind momentan Nachteile, Ihr Sohn Nachteile dadurch durch den Lockdown, dass vielleicht die Betreuung in der Schule nicht so ist, wie sie sein sollte, dass die Betreuung in der Freizeit nicht so sein sollte, wie sie ist, dass er vielleicht generell nicht mehr so viele Kontakte hat, wie er eigentlich haben sollte, durch Sport, Pause, was auch immer? Also es geht los in der Schule. Er wird inklusiv beschult und die ganze Maskensituation macht ihm natürlich schwer zu schaffen, 8 Stunden mit Maske in der Schule zu sitzen, im Sportunterricht mit der Maske. Das ist für ein autistisches Kind oder auch, ich sage jetzt mal, für jedes andere Kind ein Wahnsinn und für behinderte Kinder einfach auch überhaupt nicht zu verstehen. Der Kontakt zu seinen Mitschülern, der Abstand muss eingehalten werden. Das versteht er alles nicht. Ja, ständig sagt man nur nein, nein, nein. Auch zu Hause, er möchte zum Schwimmen gehen, er möchte sich mit Freunden treffen. Der ganze Tagesrhythmus besteht aus Nein. Das Kind geht mittlerweile teilweise in eine Abwehrhaltung. Es ist einfach nicht mehr möglich, dass man Freizeitgestaltung auch macht, wenn es beispielsweise die Empfehlung ist, Kinder dürfen sich nur noch einen Freund aussuchen. Ja, dann frage ich mich, wer wählt jetzt denn mein Kind aus? Wer wählt ein Kind mit Behinderung aus, wenn er sich entscheiden muss zwischen einem gesunden Kind und einem behinderten Kind? Sie haben einfach Angst, dass Ihr lieber Bub dann alleine bleibt. Und das möchte keine Mutter. Nein, weil er die Sozialkontakte ganz dringend braucht. Das ist eine jahrelange Arbeit, die man sich da aufbaut. Er ist im Ort gesehen, er ist inklusiv beschult. Also wir setzen sehr viel auf Inklusion. Mhm. Das Ganze macht natürlich dadurch einen Rückschritt, weil die Sozialkontakte nicht da sind. In der Schule teilweise die Sachen, die ganzen Lerninhalte nicht mehr so umgesetzt werden können wie vorher. Weil Sie gesagt haben, pflegende Angehörige, haben Sie auch einen Fall auf der anderen Seite der Medaille, also sprich einen älteren Herrschaften bei sich in der Familie, um den sich auch gekümmert werden muss? Ja, also ich habe noch einen Großvater, der ist 83 und ist demenzkrank. Den pflegen meine Eltern und da muss ich auch sagen, wenn wir als Familie uns nicht hätten, also auch ich, meine Eltern oder wir, meine Eltern nicht als Unterstützung hätten, würden wir den Alltag jetzt seit März eigentlich gar nicht mehr hinkriegen. Und es kommt natürlich dazu, meine Eltern brauchen auch eine Auszeit. In der Zeit pflege ich meinen Opa auch noch. Also ich habe Doppelbelastung. Ja. Lassen Sie uns vielleicht das mal aufnehmen. Da können wir auch 2 konkrete Fragen an unsere Gäste hier auf dem Podium auch richten. Wir haben nämlich auch noch eine aus dem Netz. Frau Waldmann, das heißt ja eigentlich, wenn ich der Dame jetzt gerade zugehört habe, sie hätte ja lieber, dass der Lockdown nicht so streng wäre. Jetzt haben wir natürlich heute, wir haben noch kein konkretes Ergebnis, aber eigentlich kommt genau das Gegenteil. Der Lockdown wird verlängert bis mindestens über Weihnachten hinaus.
Das heißt, wir müssen uns alle noch ordentlich anstrengen. Wurde da auch gedacht an Menschen, die einen pflegebedürftigen Angehörigen haben, die vielleicht ein Kind haben, das nicht so fit, das nicht so super toll ist wie andere? Na, toll schon, aber halt nicht so leistungsfähig auf den ersten Blick wie andere Kinder? Na, ich hoffe schon, aber das Problem haben wir ja auch tatsächlich auch ohne Corona, nur jetzt noch mal wie immer mit einem Brennglas halt noch mal verstärkt die Situation der pflegenden Angehörigen. Ohne die wären wir tatsächlich aufgespissen. Da würde auch das sonstige Gesundheitssystem zusammenbrechen, wenn wir die pflegenden Angehörigen nicht hätten. Und an die muss man tatsächlich denken. Das war beim ersten Lockdown tatsächlich das größere Problem, weil da auch sehr plötzlich ein Aufnahmestopp zum Beispiel in den Heimen und Häusern verhängt wurde und man wusste gar nicht, wann kann ich denn vielleicht meinen Angehörigen dann auch wieder zurückbringen. Und es war sehr schwierig, dann auch die Quarantänevorschriften einzuhalten. Musste man 14 Tage erst und so weiter mit Test. Das war ziemlich schwierig. Und da bräuchte man natürlich auch stärker nochmal den Dialog und vorher auch sich drüber über Konzepte eben unterhalten. Und das ist auch das Thema, was ich so ein bisschen habe. Wir haben jetzt den zweiten Lockdown. Das heißt, wir hätten aus der Situation des ersten etwas mehr lernen können und bestimmte Maßnahmen auch schon vorbereiten. Weil wir ja, übrigens eben auch unser Ministerpräsident, ja schon seit März davon redet, dass im Herbst wahrscheinlich die zweite Welle kommt und dass das alles nochmal passieren könnte. Und da hätte man natürlich vieles auch vorher absprechen und Maßnahmen etwas passgenauer zuschneiden können. Anstatt jetzt eben mit Tabula Rasa, jetzt müssen wir... Halt mehr Vorbereitung auch für Sie, damit Sie eben dann natürlich als besonders Betroffene das auch besser überstehen können. Man hat uns eigentlich komplett vergessen im ersten Lockdown, ja, muss man mal ganz klar sagen. Man hat vergessen, was passiert mit den Schulbegleitern. Die sind in Kurzarbeit geschickt worden, die Kinder waren zu Hause, du sitzt im Homeoffice, du hast 4 Stunden Telefon, du hast das Kind zu Hause und der setzt sich einfach, oder die Kinder setzen sich nicht alleine hin und lernen, du musst daneben sitzen. Ja. Dazu brauchst du auch zeitweise die Schulbegleiter zu Hause. Da haben wir sehr dafür gekämpft. Das Ganze ist zum Glück in die richtige Richtung gegangen. Um jetzt auch für den zweiten Lockdown sollte wieder Distanzunterricht kommen, davon profitieren zu können. Also, aber, ja. Frau Ministerin, man hat hingeschaut, man hat ein bisschen was gemacht. Ja, das und dann komme ich gleich zu unserer Frage, die wir noch haben. Das ist korrekt. Wir haben ja eben dann aus dem Lockdown die Reaktionen auch und immer die verschiedenen Lebenswirklichkeiten auch. Und deswegen haben wir dann ja auch erlaubt, dass eben auch die Schulbegleiter in die Familien mit können, dass da eben auch, wenn Schulbeschulung zu Hause stattfindet, dass dann auch die Unterstützung da ist, wie Ihr Sohn es eben auch im normalen Unterricht in der Schule kennt. Also solche Dinge sind dann ja auch auf den Weg gebracht worden, um eben die Familien auch zu entlasten. Das war mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier schauen, wie die einzelnen Situationen sind. Und auch jetzt bei dem Lockdown, deswegen auch bewusst ein Teil-Lockdown, wo wir auch bewusst gesagt haben, möglichst viel Schule soll weiterhin möglich sein, weil eben die Familien auch entlastet sein sollen und weil eben auch die Bildung für die Kinder so wichtig ist. Egal, ob das Kind ein Mensch mit einer Herausforderung ist oder nicht. Ja. Und Frau Patti, übrigens auch bei Ihnen nochmal Respekt und Daumen hoch, tolle Leistung. Und ich bin mir sicher, dass Ihr Sohn bei Ihnen toll aufwächst und dass auch Ihrem Großvater hoffentlich noch ganz, ganz lange ganz, ganz gut geht, weil eben Sie ganz nett für ihn auch da sind. Aber Frau Ministerin, die eine konkrete Frage wollte ich jetzt wirklich noch weitergeben, weil die ganz interessant ist. Vielleicht kann man sie auch widerlegen. Herr Mundl aus Gräfelfing schreibt uns gerade online, warum wird für die häusliche Pflege nichts getan? Fragezeichen. Und jetzt erstmal Achtung. Pflegehilfsmittel wie Handschuhe, Masken und Desinfektionsmittel kosten momentan manchmal das 10-fache wie vor der Pandemie und sind auch nicht erhältlich. Also zum einen ist es so, dass es korrekt ist, dass dadurch, dass nach wie vor auf diesem Markt, wenn es um Masken, Handschuhe und so weiter geht, ein großer Run da ist, dass die Preise wirklich immer noch erhöht sind, wenn man es vergleicht mit Vor-Corona-Zeiten. Das ist richtig. Das merken wir alle Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, die Arztpraxen ganz, ganz deutlich. Mit dem nicht erhältlich, da haben wir momentan andere Erfahrungen. Das mag punktuell sein, dass es Schwierigkeiten gibt. Da müsste man noch mal genau vor Ort nachschauen. Also ich glaube eben, dass dem Herrn, aber wie schon gesagt, momentan scheint es zumindest so zu sein, dass die Marktsituation des Erhaltens wieder besser ist. Aber man müsste da vielleicht punktuell dem noch mal nachgehen. Vielleicht können wir das auch noch mal weitergeben. Da kann das mir wirklich gerne weitergeben. Weil momentan haben wir den Eindruck, dass soweit die Krankenhäuser, was ich Rückmeldungen habe, wieder die Chance haben, Masken zu besorgen und so weiter. Okay. Aber es gibt punktuell schon auch immer noch Bereiche. Frau
Frau Waldmann? Was man auf jeden Fall aber machen könnte, ist, dass man den pflegenden Angehörigen die Situation auch dadurch erleichtert, dass man ihnen einfach finanziell ein bisschen hilft bei den zusätzlichen Kosten. Und das kann man auch vielleicht im Nachhinein jetzt nochmal einen Ausgleich schaffen. Aber ich denke, das wäre wirklich wichtig, weil wir müssen einfach anerkennen, dass sie zum Gesundheitssystem dazugehören. Ohne sie geht es nicht. Und darum müssen wir sie auch berücksichtigen. Okay. Deswegen haben wir übrigens auch immer geschaut, was so an Nachbarschaftshilfen und diese Bereiche, dass wir da schauen, was ist möglich, auch in den Zeiten, wo eben Kontakteinschränkungen da waren. Okay, dann schauen wir hier gerade noch mal, ob wir hier noch etwas haben, was wir noch an Sie weitergeben können, auch online hier bei uns im Netz. Frau Patti, wollten Sie noch was sagen? Entschuldigung. Bitte schön. Vielleicht noch mal ein Mikrofon an die Frau Patti, die hat sich gerade noch mal gemeldet. Ich würde ganz gern noch da einhaken. Das finde ich auch sehr wichtig. Und man hat natürlich Zukunftsängste. Und wenn man dann liest, dass zum 1.1. dieses Pflegegesetz 2021 kommen soll, wo es auch schwer um die Verhinderungspflege geht, ist das sehr beängstigend, was man da liest, muss ich ganz ehrlich sagen, weil genau die Verhinderungspflege bzw. die stundenweise Ersatzpflege ist der größte Teil, der uns pflegende Angehörige entlastet. Und wenn man dann liest, das Ganze soll jetzt individueller gestaltet werden, ist ja schön und wunderbar, weil man muss es individueller gestalten, weil ein Kind und ein älterer Mensch sind einfach zwei Paar Stiefel. Aber dass dann letztendlich vielleicht für die stundenweise Ersatzpflege nur noch 40% finanzielle Leistung übrig bleibt, dann muss kann sich das unterm Strich keiner leisten und dann macht man es nicht. Und dann hat man natürlich dann eine deutlich größere Herausforderung für sich persönlich. Ja, richtig. Man hat die Entlastung einfach auch nicht mehr, dass man sich jemand holt, der einfach diese stundenweise Ersatzpflege noch mal übernimmt. Und da bitte ich nur ganz, also da ist mein Wunsch auch, dass da die Politik wirklich noch mal drüber schaut, weil genau das ist keine Verbesserung, sondern ganz im Gegenteil eine extreme Verschlechterung. Nehmen wir auf jeden Fall noch einmal mit, danke. Weil wir sicher nicht zum letzten Mal über das Thema auch sprechen, Pflege insgesamt. Heute sind wir ja vor allen Dingen bei der Frage, wie gehen wir mit diesem Corona-Winter um? Jetzt ist es ja so, das haben wir auch gerade schon gemerkt, die Krankenhäuser sind richtig gefordert, natürlich sind die pflegenden Menschen richtig gefordert, die in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen arbeiten. Aber auch die Ärzte haben natürlich alle Hände voll zu tun. Auch in den Hausarztpraxen dreht sich im Moment ganz, ganz viel nur um Corona, obwohl die sowieso schon sehr belastet sind in der Grippesaison im Winter 2020, 2021. Und wir konnten bei einem Hausarzt in der Region mal über die Schulter schauen. Kaufbeuren im bayerischen Allgäu. Im Ort liegt die Hausarztpraxis von Michael Hirsch. Sein Team ist in der Corona-Krise an der Belastungsgrenze. Denn zusätzlich zum normalen Praxisalltag führt Dr. Hirsch täglich Corona-Tests durch. Nie weiß er, wie viele Menschen sich heute noch testen lassen wollen. Im Moment kann man einfach den Tag schlecht planen. Auch das Private kann man da sehr schlecht planen. Das macht mich müde, das schafft Unruhe, das schafft eine Nervosität. Grund für seine Überstunden ist die bayerische Strategie Corona-Tests für alle. Gleich wird er wieder Abstriche nehmen. Weil das Infektionsrisiko sehr hoch ist, muss er sich für jeden Patienten neue Schutzkleidung anziehen. Und den Mund mal bitte weit aufmachen. Sehr gut. Mit Testen allein ist es nicht getan. Unzählige Abrechnungsziffern und Formulare sind nötig, um zu klären, wer die Kosten übernimmt. Jede Krankenkasse will es anders. Die Bürokratie raubt ihm zusätzlich Zeit und Energie. Das ist ja nur etwas, was zusätzlich zu dem dazukommt, was wir ja sowieso ständig immer mit Bürokratie machen. Abrechnung ist eine extrem hohe Hürde, einfach weil es immer weiter sich diversifiziert und immer komplexer und schwieriger wird. Gleichzeitig ist natürlich das Patientenaufkommen, wird ja nicht weniger in diesen Stresszeiten jetzt. Hoffnung setzen er und sein Team auf einen Corona-Impfstoff. Doch sie befürchten, sie könnten nicht genug Impfdosen bekommen. Ihre Erfahrung zeigt, schon jetzt gibt es in der Praxis Engpässe beim Grippeimpfstoff. Der Grippeimpfstoff wird im Kühlschrank gelagert. Wir haben jetzt mal nur noch 4 Stück da. Und die kriegen wirklich nur die chronisch Kranken. Die Leute rufen an, die Patienten kommen, die rufen an. Wie schaut es aus mit der Grippeimpfung? Ich bin jetzt schon 5-mal vertröstet worden. Das ist halt für alle ärgerlich. Wenn der Corona-Impfstoff da ist, hofft Michael Hirsch auf eine gerechte Verteilung. Bis dahin wird er weiter testen und Überstunden einlegen müssen. Sie dürfen gleich da rechts
wo die Tür offen ist. Und übers Impfen, glaube ich, werden wir uns gleich noch mal unterhalten. Aber vielleicht vorher noch der Blick auch auf die Hausärzte. Das passt auch ganz gut, weil Margit Büttner hat uns gerade geschrieben, sie arbeitet in einer Hausarztpraxis. Wissen Sie eigentlich, Herr Schöberl, dass 19 von 20 Corona-Patienten von den niedergelassenen Praxen, insbesondere von den Hausarztpraxen, versorgt werden? Bei uns ist Dr. Katharina Jäger. Sie hat in München-Mosach, arbeitet sie in einer Praxis. Ja, Frau Dr. Jäger, erzählen Sie mal, wie erleben Sie das? Ähnlich gerade wie Ihr Kollege aus dem Allgäu? Ja. Also es ist schon so, dass wir uns über den Sommer darauf vorbereitet haben. Wir haben die Zeit genutzt, auch dank des bayerischen Testprinzips, dass jeder sich testen lassen kann, der möchte. Das haben wir genutzt, um zu gucken, wie sind unsere Strukturen in unserer Praxis und haben uns Gott sei Dank recht gut aufstellen können. Wir machen das ein bisschen anders als der Kollege. Wir haben das Glück, zwei Eingänge zu haben zu unserer Praxis und fahren dadurch zwei verschiedene Sprechstunden. Das heißt, wir haben eine sogenannte Infektionssprechstunde. Da kommen Patienten, die irgendwelche Symptome haben, die Richtung Corona, aber auch nur Erkältung gehen können, Magen-Darm-Infekte. Alles, was in die Richtung gehen kann, läuft über die sogenannte Infektionssprechstunde. Die Patienten müssen sich anmelden, haben dann einen Termin. Und auch über diese gleiche Infektionssprechstunde machen wir dann alle, die den sogenannten, wir nennen den Söder-Abstrich, weil der einmalig in Deutschland ist, die das dann schon vorher sagen, dass sie den haben möchten, die werden dann mit eingeplant, sodass bei uns das momentan ganz gut läuft. Die Patienten, die chronisch krank sind, die natürlich nicht in Kontakt mit potenziell infektiösen Patienten kommen sollen, die werden über den anderen Eingang in ein Wartezimmer und werden dann von zwei anderen Ärzten bei uns separat behandelt, damit es da auch möglichst wenig Also Frau Dr. Jäger, ich hatte noch keinen, aber ich habe jetzt gelernt, es gibt den Söder-Abstrich. Vielleicht muss ich ja doch mal irgendwann mal einen machen lassen. Aber ich bin froh und hoffe natürlich, gesund zu bleiben. Das ist das Wichtigste. Frau Dr. Jäger, trotzdem mal der Blick in die Zukunft. Jetzt haben wir heute, wir warten darauf, dass irgendwann jetzt die Pressekonferenz beginnt nach diesem Meeting zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. Natürlich, das wissen wir heute und jetzt schon zur Stunde, der Lockdown wird weiterlaufen. Ja. Ist das der richtige Weg oder hätten Sie gesagt als Ärztin, ich hätte mir vielleicht einen anderen Schwerpunkt gewünscht? Also ich behandle auch zahlreiche Corona-Patienten, jetzt auch ambulant, muss man sagen. Es ist ungefähr 20% der Abstriche machen, sind mittlerweile bei uns positiv. Die meisten sind Gott sei Dank asymptomatisch, aber wir haben auch sehr viele Patienten mit ausgeprägter Symptomatik, auch länger als so die zu klassischen 10 Tage, die die Patienten in Quarantäne verbringen. Ich unterhalte mich natürlich mit den Patienten, möchte wissen, warum haben sie sich angesteckt. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich bei allen Patienten herausfinden können, wie die Infektionskette gelaufen ist und kann sagen, dass sich das in den letzten 3 Wochen doch ein bisschen geändert hat. Also das sind wirklich die 1:1 Ansteckungen in der Familie, im gleichen Haushalt. Also gar nicht mehr die große entfernte Freundschaft oder die Familien. Sondern wirklich der Ehemann bringt es mit und steckt die Ehefrau oder die Kinder an. Weil Sie sagen, der Ehemann bringt es mit, müssten Sie vielleicht gucken, dass wir noch stärker auch gucken, was Masken angeht, sei es in der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Arbeit zurück? Also es ist genauso, wenn man dann fragt, wo hat es der Ehemann oder die Ehefrau her, dann ist es ausschließlich die Arbeit. Und dann frage ich natürlich, wie kann das denn sein? Und dann erzählen mir die Patienten, ja, bei uns, wir tragen keine Maske. Ja, das ist einfach so. Wir sitzen in einem Großraumbüro, wir laufen mit Maske zum Tisch hin, nehmen sie ab und bleiben dann die nächsten 8 Stunden im gleichen Büro sitzen mit den anderen 10 Kollegen. Lassen Sie mich das, Frau Dr. Jäger, gleich rüberspielen. Frau Hummel, sind wir da streng genug? Also gucken wir da wirklich auch als Aufsichtsbehörde, gucken wir da genug hin? Also gucken wir wirklich, dass die Leute die Maske aufhaben und vielleicht auch dann im Großraumbüro oder in der Werkstatt die Maske aufhaben? Also es ist ja so, dass wir bei unserer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist es so, dass man sagt, auf diesen Verkehrsflächen ist Maskenpflicht. Aber wenn man dann eben genug Abstand hält am Arbeitsplatz selber, kann auch die Maske mal abgenommen werden. Also man muss das schon auch nochmal so differenzieren. Ich gehe immer davon aus, dass die Arbeitgeber ein großes Interesse auch dran haben und auch die eigenen Personen, dass sie eben hier auch wirklich alles tun, um möglichst das eben zu vermeiden. Wir schauen natürlich, wenn Hinweise da sind, auch immer nach, weil das ist schon so, dass es nicht etwas ist, wo man so leichtsinnig sagen kann. Und man sieht ja auch, die Maske wirkt.
Das ist ja auch das, was Sie im Grunde genommen sagen, was so wichtig ist. Die Maske wirkt und umso wichtiger, dass man auch aus Eigenschutz sie entsprechend trägt. Frau Waldmann, gehen Sie da mit? Weil es gibt ja immer Menschen, die sagen, es sind eigentlich nur 6 bis 10 rücksichtslose Mitmenschen, die dann für die Verbreitung des Virus sorgen. Müssten wir strenger hinschauen, strenger kontrollieren? Oder sagen Sie auch als SPD-Politikerin, naja, auch da müssen wir abwägen, Güterabwägung herstellen. Ich mag auch keinen Überwachungsstaat. Also ganz ehrlich, wir sind jetzt in der Corona-Situation und alles, was wir tun, alle Maßnahmen, die angeordnet werden, müssen sich daran messen lassen, was nützen sie denn bei der Eindämmung der Virusverbreitung. So, und daran allein muss es sich messen. Und deswegen gibt es dann eben sinnvolle und weniger sinnvolle Maßnahmen. Und ich meine schon, wenn man den gesamten Arbeitsbereich sozusagen komplett offen hält, dann muss man da eigentlich schon auch klarere Ansagen machen. Wenn wir das schon in der Schule machen, dass die Kinder mit Masken und Grundschulkinder mit Masken da sitzen, dann frage ich mich, wieso das in einem Büro denn nicht dann auch eindeutig geklärt sein sollte. Wenn wir eben hören, das sind eben ja tatsächlich auch solche Events und da muss man dann schon auch klare Ansagen machen. Jetzt wird ja in Berlin gerade, da werden ja Sachen diskutiert, die ja manchmal so ein bisschen auch, ehrlich gesagt, manchmal geht es ein bisschen ins Absurde, ja, dass jetzt Kinder bis 14 nicht eingerechnet sind und wenn das Mädchen dann gerade sein 15 Geburtstag hatte, kann man es doch nicht vor der Tür stehen lassen. Das ist ja alles ein bisschen komisch. Genau. Also wenn man da dann so genau ist, dann muss man aber, finde ich, vorher schon vieles ausgeschöpft haben, was diese Alltagsbegegnung, und dazu gehört natürlich ganz massiv auch der Arbeitsplatz. Frau Dr. Jäger, könnten Sie die Corona-Impfung leisten bei sich in der Praxis? Also ich glaube, mein letzter Stand ist, dass das gar nicht möglich ist, weil der Impfstoff ja bei minus 80 Grad oder zumindest 2 der 3, die jetzt so in der Zulassung sind, gelagert werden muss. Und da braucht man ja spezielle Kühlschränke. Also wir können das nicht. Ja. Wir impfen natürlich alles, was wir sonst impfen können, gerne und viel und bei jeder Gelegenheit, wenn wir die Impfstoffe bekommen. Das ist, Influenza ist einer von denen, die rar sind. Also ich muss ehrlich sagen, mein Kühlschrank ist leer, weil wir eigentlich fast keinen Impfstoff bekommen. Das ist auch meine große Bitte. Ich verstehe nicht, warum wir den Influenza-Impfstoff nicht bekommen, weil, wie gesagt, ich vertröste Patienten seit September nun. Und meine Liste, die haben wollen, also selten so engagierte Patienten, die sagen, ich möchte mich impfen lassen, das müssen wir nutzen. Und ich kann nur sagen, ich weiß nicht. Und heute wurde mir gesagt von unseren Apotheken, wir kriegen ihn nicht. Also weil Frau wir Hummel, nicht kommt, richtig genug bestellt haben im Frühjahr. Frau Hummel, wann kommt der Nachschub für die Grippeimpfung und wie geht es dann weiter mit der Corona-Impfung? Also das eine ist ja das, was Sie gesagt haben, das ist das, was Sie als Ärzte bestellt haben, weil gewöhnlich ist es ja so, Grippeimpfstoff wird von den Arztpraxen bestellt und wird dann entsprechend auch verimpft. Das ist ja der ganz normale Weg. Wir hatten die Ärzte ja schon darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, heuer ein bisschen noch mehr zu bestellen, weil eben die Wahrscheinlichkeit gut da war, dass auch mehr genutzt wird. Aber wir haben deswegen ja auch als Freistaat Bayern nochmal welchen gekauft, um eben hier nochmal eine Reserve zu haben. Und in Ihrer Praxis wird, ich gehe mal davon aus, dass jetzt noch mit der Nachtpost rausgegangen ist, oder spätestens morgen früh von der Kassenärztlichen Vereinigung Bestellformulare, wo nochmal bestellt werden kann, sodass Sie dann eben auch bei Ihrer Apotheke vor Ort bestellen können und dann wird noch mal Impfstoff nachgeliefert. Frau Dr. Jäger, wie der Besuch bei Jetzt Redi Wunder wirkt, würde auf einmal ist ein bestellter. Jetzt hoffe ich, das gilt für alle Beteiligten und für alle eure Sorgen und eure Nöte, dass dann ganz schnell aufgelöst wird. Aber Sie, Frau Waldmann, hätten sich wahrscheinlich gewünscht, dass diese 500.000 Impfdosen einfach schneller in den Markt gegeben werden. Natürlich, also natürlich, wenn der Freistaat hergeht und über 500.000 Impfdosen kauft und erstmal zurückhält, dann fehlen die natürlich am Markt, dann tun sie sich schwer, die zu bekommen. Und jetzt frage ich Sie aber schon auch noch mal direkt, warum haben Sie die nicht früher rausgerückt? Es wäre doch viel sinnvoller gewesen, die Patienten schon ab September zu impfen. Dann wäre das nämlich erledigt. Ja. Dann wären jetzt nicht alle zusätzlich auch noch in den Hausarztpraxen, die eh schon überlastet sind. Und auch die Impfwirkung wäre schon früher da gewesen. Es hat ja keinen medizinischen Sinn, jetzt erst so spät damit anzufangen. Ja. Erstens mal, die Grippeimpfung ist jetzt auch noch sinnvoll, um das ganz, ganz deutlich zu sagen. Wir haben heuer jetzt 17 Grippefälle gehabt und die wirkliche Grippesaison, die Erkrankungen sind im Januar, Februar und März. Einfach das vorweg zu sagen, jetzt ist es auch sehr wohl sehr sinnvoll. Und zum anderen, wir haben die nicht weggekauft den Ärzten, um das mal auch so deutlich zu sagen. Wir haben nach den Bestellungen der Ärzte uns den nochmal gesichert zusätzlich, weil wir eben abgewartet haben, bis die Ärzte bestellt hatten, um hier eben am Markt, am Weltmarkt, haben wir den für Bayern gesichert. Dann herzlichen und das Dank, ist, glaube ich, das Wichtige und Entscheidende. Unhöflich schnell reingrätschen.
Menschen. Dankeschön dafür, Dankeschön auch Ihnen, weil die PK nämlich läuft jetzt gleich. Ich gebe ab zur Kollegin Anuschka Horn und dann sehen wir die aktuellen Informationen, wie es jetzt in Sachen Lockdown und Corona-Maßnahmen im Winter 2020/21 weitergeht. Dankeschön.